Ja, dann willkommen. Ich bin schon ganz verlernoest heute, weil wir hatten heute früh Orga-Call für die lernoest-Convention. Da werde ich auch ein bisschen erzählen. Das wird ziemlich witzig. Deswegen sitze ich heute auch so ein bisschen anders, weil wir nämlich in der lernoest-Convention Vernetzungsinseln bauen wollen. Also Orte in der Burg, die transparent mit Sprachkanälen verbunden sind. Also, dass man sich da so hinsetzen kann und dann mit den Leuten automatisch spricht, die online an dem gleichen Ort sitzen. Und das haben wir heute früh gleich mal ausgetestet. Zeige ich auch gleich noch, wie die Idee ist, das zu realisieren. Aber wir sind ja noch im Testen. Ich packe mal dann noch mal einen Bildschirm. Deswegen habe ich nämlich auch nur einen Bildschirm heute. Dann sehe ich euch nur klein. Was haben wir für Themen? Genau, ich wollte so ein bisschen Wasserstandsmeldung geben. Die Eckpfeiler für die LernOS-Convention stehen. Darüber spreche ich kurz jetzt am Anfang. Dann heute Nachmittag startet die Erprobung des neuen LernOS-Zettelkasten-Leitfadens, 15 Uhr. Da ist Andreas. Und ich weiß gar nicht, Andreas, bist du alleine oder ist noch jemand dabei aus eurem Team? Hier bin ich jetzt gerade alleine. Martina wird dann nachher mit dabei sein. Okay. Wenn sie noch nicht dabei ist, dann könnten wir auch die anderen Agendapunkte schieben, ne? Also dann schieben wir euch so weit hinten, bis sie da ist, wenn ihr es zusammen machen wollt, ne? Ja, ich denke, heute zu dem Community Call wird sie es nicht schaffen, sondern erst um 15 Achso, Uhr um wird 15 Uhr, okay. Ja, okay, geöffnet. dann lassen wir es da auf Position 2. Genau, dann würde ich kurz erzählen, in 2 Wochen ist der nächste Knowledge Jam. Da haben wir natürlich dem Hype-Thema entsprechend auch was mit ChatGPT und generativer KI gewählt. Das wird, glaube ich, auch ganz witzig. Und es wird eine LernOS-Assembly wieder geben. Da ist der Gerd auch da. Da kann der Gerd vielleicht nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie das dann sein wird. Das sind die Themen. Also heute haben wir, je nachdem, wie lange der Zettelkasten braucht, ein bisschen weniger Themen als sonst. Aber das ist auch nicht schlimm. Genau, vielleicht Wasserstandsmeldung, LernOS Convention. Falls euch das interessiert, kann ich euch gerne den Link auch zum Orga-Pad mal geben. Das ist offen und transparent. Ich springe mal da gerade drauf. Oder beziehungsweise zeige euch auch mal, wer das Orga-Team ist. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Wir sind jetzt 13, glaube ich. 13. Genau, Benedikt, Christian Kaiser von der DATEV. Gabriele ist neu dazugekommen, dieser Karl-Heinz Pape. Kennen ja viele, der Magnus Rode ist wieder mit dabei. IPI ist auch LernOS-Supporter jetzt geworden. Das ist schön. Oliver Ewinger, ich, die Susan macht wieder mit dem Magnus zusammen die Mindtest-Session. Marcel von Conti ist mit dabei. Das ist ganz spannend, weil Marcel gesagt hat, sie haben bei sich intern viele Leute, die nur Englisch sprechen, aber das Event cool fanden. Also die hatten halt so die Flyer mal verteilt und auch erzählt letztes Jahr. Deswegen haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, internationale Zugänglichkeit zu erleichtern. Im Wesentlichen heißt es, dass wir den Intro-Track 13 bis 15 Uhr simultan dolmetschen wollen. Also die Idee ist, dass quasi auf dem Opening die Sprache zwar Deutsch ist, aber es simultan Dolmetscher gibt. Und wir fragen bei der Einreichung der Sessions ab, wer sich vorstellen kann, seine Session auf Englisch zu machen und wollen versuchen, einen Track Sessions Englisch zu machen. Also, es ist so ein softer Einstieg in die Mehrsprachigkeit. Genau, Nicole ist wieder dabei, die macht das Concept Board. Da werden wir dieses Jahr auch ein bisschen umstellen. Concept Board war letztes Jahr auch das Programm drauf. Das hat uns ein bisschen Ärger gemacht, weil wir das Programm in Pre-Talks und in Concept Board parallel hatten. Also, das Programm schmeißen wir aus dem Concept Board raus. Das Concept Board wird hauptsächlich dafür verwendet, zu dokumentieren die Sessions. Und wir wollen diese Vernetzungsinseln, über die spreche ich auch gleich noch ein bisschen, auch auf dem Concept Board abbilden, sodass Leute sich mit ihren Visitenkarten an Stellen schieben können, wo Themen sind, die sie interessieren und darüber eben dann auch Vernetzung von Leuten vor Ort und online stattfinden kann. Da wird die Nicole sich mit drum kümmern. Die Sandra macht dieses Jahr Master of Ceremony, also quasi so das, was ich letztes Jahr noch so nebenbei mitgespielt habe, ne? Die Person, die übers Drehbuch den Blick hat und weiß, wer wann wo sein muss. Und Ansprechpartnerin ist für alles. Das ist auch cool. Der Max ist neu dazugekommen. Er nennt sich Unruheständler. Also, ob den jemand kennt, Max Gisler von der ehemals Schweizer Post. Er war, glaube ich, in Altersteilzeit und ist jetzt quasi Unruheständler, hat er früh gesagt. Der hat einen Raum in dem Coworking Space in Solothurn gemietet und will dort quasi einen Satellit machen. Also sozusagen ein Raum, wo dann auch mehrere Menschen sich treffen können, die dann an der LostCon teilnehmen. Und das fand man heute früh so cool, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt auch nochmal in den Blog ein bisschen beschreiben und schauen, ob man vielleicht noch nicht jetzt so super viel, weil dann müssten wir uns wieder sehr stark drum kümmern, aber vielleicht so zwei, drei
Satelliten noch bekommen, ne? Sodass man vielleicht in Stunde Anfahrtzeit irgendwas in seiner Nähe hat, wenn man jetzt nicht nach Nürnberg kommen will. Das ist ja Andreas, ne? Hat man ja auch schon mal überlegt, bei Knowledge Camp das zu machen. Dann kam Corona so ein bisschen dazwischen, haben wir es nicht gemacht oder nur so halb. Und auch beim Corporate Learning Camp haben wir es schon mal angedacht, aber auch nicht so richtig gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass der Max sich jetzt da wirklich mit einer konkreten Location, die schon gemietet ist, irgendwie darum kümmert. Dann kann man das Konzept mal wirklich durchdeklinieren. Genau, und der Hans ist auch wieder mit dabei. Hans kümmert sich um die quasi die hybriden Support in den Session-Räumen. Die Sessions werden wir ein bisschen auseinander trennen dieses Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr vier Breakout-Räume in der Burg. Die haben wir komplett mit Sessions belegt und das hat dazu geführt, dass die Assemblies, die auch Programm gemacht haben, in der Plenumsfläche waren. Das war nicht ganz so ideal, weil da relativ laut es war, ne? Da saßen dann auch Leute, die sich unterhalten haben. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt zwei Session-Räume noch vor Ort und machen zwei Assembly-Räume, wo sich Assemblies mit 90 oder 180 Minuten einbuchen können, sodass die auch einen geschlossenen Raum haben und Infrastruktur wie Beamer und Mikrofon und Lautsprecher und so weiter. Genau, und das sind die Arbeitspakete. Springen mal da hoch. Genau, Motto und Design ist ja fertig. Crafting Learning Organization. Sind auch die Sticker und die Shirts fertig. Der Merch-Shop geht jetzt bald online. Wir haben ein Team, was sich um Programm kümmert. Da werden wir dieses Jahr auch ein bisschen mehr Fokus drauf legen, dass die ganzen Sessions und Lightning Talks recht engen LernOS-Bezug haben. Wollen auch so eine Liste mal runterschreiben, weil wir gesagt haben, wir kennen viele Leute, da wäre es cool, wenn die mal was machen würden. Also wo wir Leute auch wirklich gezielt ansprechen mit Themenvorschlägen. Das wird so ein bisschen sich ändern im Programm. Das ist mit Sicherheit der größte Punkt, der sich ändert. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Community Call gezeigt habe. Der Jöran hat ja letztes Jahr mal das Wort Bar Circles verwendet. Die Nele hat das in einem Blogpost aufgegriffen. Also quasi die Kombination von Barcamp und Learning Circle. In dem Blog von der Nele ist das so ein bisschen anders konzipiert. Wir wollen das jetzt so versuchen, dass wir vor der LernOS Convention schon Learning Circle bilden, die jetzt nicht einem Leitfaden folgen, sondern die irgendein gemeinsames Lernziel über die LernOS Convention hinweg verfolgen und die in Gruppen bringen. Der Ausgangspunkt war, dass wir letztes Jahr halt gesehen haben, vor Ort bilden sich so Gruppen sehr leicht, online recht schwierig und hybrid auch schwierig. Und da wollen wir eben versuchen, hybride Gruppen von Leuten zu bilden, die sich dann eben in so Vierer-, Fünfer-Gruppen immer mal wieder austauschen und das schon vor der LernOS-Convention zu starten. Also das ist so das, wo wir jetzt am meisten Gehirnschmalz eigentlich reinstecken. Und ein Aspekt davon sollen eben auch diese Vernetzungsinseln sein. Das ist dann neben Sessions und Assemblies der dritte Ort in der Veranstaltungsfläche, wo man die Gabriele, die sich darum kümmert, hat irgendwie das Wort Tape Art eingebracht. Also das ist so ein Konzept, wo man mit Klebeband im Raum Subräume absteckt, ne? Dass das so visuell so aussieht, wie hier ist ein Kubus, da ist irgendwas anders im Raum. Und physisch werden wir da einfach so ähnlich, wie wir das bei den Assemblies auch schon oft jetzt gemacht haben, auch Corporate Learning Camp, Podcast-Studios hinstellen. Deswegen bin ich heute so ein bisschen komisch vom Setting, ne? Ihr seht jetzt hier so eine kleine 19-Zoll-Tasche, da ist ein Audio-Interface drin und Kopfhörerverstärker. Ne, das ist was man typischerweise in Podcasting-Settings oder eben auf Podcast-Konferenzen verwendet, an dem Podcast-Tisch. Und das wollen wir dann vor Ort verwenden, dass dann einfach so Vierer- bis Achter-Inseln da sind. Da kann man sich einfach ein Headset aufsetzen, miteinander sprechen. Und das wird aber eben auch gemappt nach online mit dem in den Audio-Chat rein, sodass ich mich quasi virtuell in die Vernetzungsinsel in der Burg setzen kann und mit allen Leuten, die da sind, sprechen kann. Ja, und das ist, die Sachen sind klar, das ist so das eine große Ding, was in der Technik neu kommt. Die letztes Jahr dabei waren, erinnern sich vielleicht noch an Slack. Da sind wir jetzt geswitcht dieses Jahr und gehen von Slack auf Discord. Ja, das heißt hier die ganze Orga, was ihr jetzt hier sieht, das läuft schon alles über Slack. Da sind die Sticker sind schon da für die T-Shirt-Logos. Und auch die Orga-Calls laufen schon darüber. Und da werden jetzt quasi auch diese virtuellen Vernetzungsinseln zum Beispiel und auch die Simultanübersetzung, das werden einfach Sprachkanäle in Discord sein. Und da haben wir jetzt schon gemerkt, gab es so ein bisschen Haklichkeiten, insbesondere von Firmenrechnern aus, ne, so da reinzukommen und darf ich das und darf ich die Discord-App installieren.
Und jetzt haben wir aber nach dem zweiten, dritten Termin hat es sozusagen heute früh bei allen schon jetzt sehr gut funktioniert. Mindestens so gut wie Slack letztes Jahr. Also das ist immer guter Dinge, dass wir da einen Schritt nach vorne machen. Jetzt habe ich viel erzählt. Mache ich mal einen Break. Ah, der Hans ist auch da. Servus. Genau, das ist mal so der Blick in die Backstage, wo wir gerade dran sind. Ich weiß nicht, ob du da Fragen oder Gedanken noch dazu? Dann auch Feedback, Input, Verbesserungsvorschläge. Keine, das heißt, wir sind schon optimal mit dem, was wir uns überlegt haben. Hört sich zumindest schon mal gut an vom Ansatz her. Bin gespannt, wie es dann wird. Ja, naja, es sind die Einzelkomponenten sind, glaube ich, beherrscht, würde ich sagen. Ne? So Podcast-Tische, ich bin ja in der Podcasting-Community schon lange, die bauen wir jetzt auf Chaos Communication Kongress oder auch Subscribe oder auf dem Podstock oder so. Immer, ne? Und die, sag mal, dieser eine Kniff, den man braucht, diese Mix-Minus-1-Schaltungen, dass man jetzt, wenn man es in eine Videokonferenz reinnimmt, sich die Leute remote nicht doppelt hören, so, das ist auch beherrscht. Aber das Spannende ist jetzt irgendwie, das mit dem Veranstaltungsformat zu kombinieren, ne? Zu sagen, wie bilden sich jetzt aus Leuten, die sich noch nicht kennen, Gruppen von Leuten, die halt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich was zu sagen oder auszutauschen haben. Ne? Und wie funktioniert das dann auch von der Dynamik in den zwei Tagen und vor Ort? Ne? Das wird so, das ist das große Fragezeichen. Aber das, ich weiß nicht, wie du siehst, Hans, ich finde es auch in so einer Orga immer ganz spannend. Ne? Man hat ja viel Sachen, wir haben ja letztes Jahr den, was ich gesehen habe, gibt es so einen langen Evaluationsbericht gemacht, was alles gut funktioniert hat, was nicht. Das sind auch viele Low-Hanging Fruits, so Kaizen könnte man sagen, ne? Was man so, wo man schleifen kann und verbessern kann. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein großes neues Ding auch reinbringt, ne? Was so von der Experience der Leute dann auch ganz anders ist und irgendwie sich neu anfühlt. Und ich denke, dass die Vernetzungsinseln mit den Circles zusammen da ein Potenzial haben auf jeden Fall. Das ist ja überhaupt das große Thema, denke ich mal, ist immer noch bei diesen hybriden Veranstaltungen die Frage, wie ist die Verbindung zwischen den Onlinern und den Leuten vor Ort. Macht man es eher getrennt? Macht man eher zusammen? Welche Formate nutzt man, um es zusammenzukriegen? Inwieweit ist es überhaupt wünschenswert oder sollte man vielleicht separate Räume schaffen? Also das ist so eine Fragestellung, die mich persönlich weiter umtreibt, weil sie ja auch in anderen Kontexten eine Rolle spielt. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit unser Learning da nochmal eine Stufe höher kommt als beim letzten Mal. Ja. Was bei Discord finde ich auch echt super ist, die sozusagen die Feature-Parität von Webbrowser, App und mobile Anwendung. Das ist echt der Hammer. Also das ist auch nochmal ein ganzes Stück anders als Slack letztes Jahr. Weil du wirklich, egal wo du bist, eigentlich fast alles machen kannst. Ne? Das ist schon echt. Und auch die Qualität jetzt, insbesondere Audioqualität, ja. Bis zu so Sachen, dass du einzelne Personen lauter, leiser machen kannst. In einer Session Quatsch erzählt, kannst du ihn sogar selektiv stumm schalten, dass nur eine Person stumm ist. Also das wird sicher erklärungsbedürftig, ne? Wird man den Leuten dann in Vorab-Web-Konferenz und über die Doku ein bisschen beibringen müssen, aber das wird, glaube ich, ganz witzig. Okay, so, dann, ich teile jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Nächster Agendapunkt war ja quasi mal auf die Aktivitäten rund um den Zettelkasten-Leitfaden zu schauen. Ich schicke mal vorneweg, dass Andreas mich das sehr überrascht hat, weil er mich vor, wann, 3 Wochen oder wann, angefunkt hat und meinte, wäre nicht so ein Zettelkasten-Leitfaden eine gute Idee. Übrigens, wir haben da einen, der auch schon Deutsch und Englisch ist und das Repo ist fertig. Und wir würden den gern testen. Also da jetzt die Bühne für euch. Erzählt mal ein bisschen, was ihr gemacht habt, was es gibt und was ihr jetzt vorhabt. Ja, sehr gerne. Ja, also Wissen, dass Wissen ja wichtig ist, und ist ja sowieso schon bekannt und Wissensmanagement ist ja auch mehr und mehr Thema, wird immer mal wieder in den sozialen Medien auch sowas geschrieben. Ist auch eine ziemliche Herausforderung, da überhaupt einen Anstieg zu kriegen. Glücklicherweise gibt es ja inzwischen auch einige Bücher, nicht nur von St. Karen, sondern auch Jörg Forte, was ja demnächst auch in Deutsch kommt. Einige Blogs dazu, also es wird schon viel dazu auch geschrieben, wie man so etwas sich vorstellen kann, hat allerdings eine recht große Einstiegsschwierigkeit, selbst wenn man die Bücher liest oder auch von Joshua Meyer den Videokurs dazu auf YouTube sieht, kriegt man ein paar Ideen, das allerdings für sich selber umzusetzen, ist dann doch schon ziemlich schwierig, man steht schnell
so ein bisschen ratlos da. Und dazu haben wir jetzt uns gedacht, also mit Martina und Friederike haben wir uns dann zusammengesetzt, mit ein paar Inputs von Stefan Diepolter auch und Moritz Weißner, die ihre Erfahrungen so ein bisschen mit reingebracht haben, auch der Stefan aus einem anderen Lernpfad, wie dass wir da so ein bisschen diesen Anfangshürde wegnehmen und einen Lernpfad machen, um genau dort einzusteigen. Wie fängt man überhaupt an? Wie baut man sich eine Struktur auf? Und wie befüllt man diese Struktur und macht die ersten Schritte, um von dort aus dann in das persönliche Wissensmanagement weiter reinsteigen zu können, sich einen Workflow zu etablieren und das dementsprechend für sich zu nutzen? Ich fange auch mal an zu sharen, dass ich das Fenster treffe hier. Um mal so einen kurzen Überblick zu geben, ihr könnt den Screen sehen. Wunderbar. Es ist hier, wie Simon schon sagte, wir sind bereits auf dem Repository live. Auch wenn es noch nicht jetzt verlinkt ist, ist der Lernpfad darüber schon auf dem Repository zu finden. Die Website ist vorhanden und hier so ein Überblick über den Lernpfad. Wir fangen ganz einfach erstmal an mit Woche 0, Kennenlern-Setup, den Circle überhaupt zu formieren und sich ein Sprintziel überhaupt zu definieren. Weil wir doch recht sicher sind, dass es gute Praxis ist, sich erstmal zu überlegen, was möchte ich in diesen 12 Wochen eigentlich mit dem Zettelkasten erreichen. Ob schon jetzt Erfahrung hat und neu einsteigt, wird sich das ein bisschen verschieben und gehen dann damit die persönliche Wissensmanagement-Umgebung nochmal überhaupt aufzubauen. Manche haben ja schon Umgebung, einige steigen auch damit ein, von wegen, was kann ich da nehmen, welche Programme kann ich nehmen, was ist gute Praxis, wo gibt es Stolpersteine und gehen dann weiter über, was heißt es eigentlich, sich Notizen anzulegen? Hier geht es insbesondere auch um eine wiederverwendbare Struktur, um sich da zurechtzufinden. Ihr kennt es vielleicht, wenn er einfach nur Notizen überall in verschiedenen Plätzen macht, ablegt, die dann wiederzufinden, wird ziemlich schwierig oder sich darin zu orientieren. Da gehen wir hier erstmal drauf ein, wie und welche Sachen sind es eigentlich wert, festzuhalten. Genau, weiter damit anzufangen, nicht nur die Theorie zu machen, sondern auch Notizen anzulegen anhand von einem Buch, einem Artikel oder eben halt auch Arbeitsergebnisse, die zu erstellen. Denn man möchte ja nicht nur Wissen aus Literatur haben, sondern man erfährt ja auch so Wissen im Alltag darüber. Und wie man die dann weiter aufbereitet, um tatsächlich wiederverwendbare, dauerhafte Notizen zu haben. Gehen dann zu einem ganz spannenden Thema über Ideen verzetteln. Das kommt so ein bisschen von Luhmann. Wie man eigentlich seine Ideen miteinander verbindet und somit anfängt, die Themen in den Kontext zu setzen und weiterzuführen. Was gehört zusammen? Strukturen bilden, Bottom-up-Strukturen bilden. Sich durch dann nochmal einen Boxenstopp. Ist man überhaupt noch auf Zielkurs? Was gibt es jetzt so? Muss man das vielleicht nochmal anpassen, um sich auch mal ein bisschen zu reflektieren, auch offene Fragen nochmal zu klären? Und gehen dann schon weiter auf, Wissen ist ja schön anzusammeln. Noch schöner ist, wenn man sein Wissen auch wiederfindet. Wie man also mit Map of Contents bzw. Indexes, mit Tags suchen, was es für Möglichkeiten gibt, das wieder auffindbar zu machen. Genau, weiter über, wie man Map of Contents aufbaut, wie man da so vorgehen kann. Geben das mal als Beispiel an und gehen darauf ein, wie man das Schritt für Schritt macht und führen dann zu der nächsten Disziplin, im Zettelkasten tatsächlich zu denken, also auf neue Gedanken zu kommen, sich selber zu hinterfragen, Sachen darin aufzugreifen und somit den Zettelkasten so weit für sich zu nutzen, um daraus mehr zu generieren, als man schon von außen einsteigt. Dann war es für uns wichtig, nochmal darauf zu gehen, wie man seinen Workflow eigentlich, den man nun über bereits 10 Wochen erarbeitet hat, für sich auch nochmal zu sichern, festzumachen und einen Ansatz zu generieren. Wie kann man den eigentlich weitertreiben? Denn so wie man es auch von der Getting Things Done Methode von David Allen kennt, der Zettelkasten ist eigentlich eine ziemlich adaptive Geschichte und meine Erfahrung ist jetzt, seitdem ich das mache, es generiert sich immer weiter. Es kommen neue Erkenntnisse dazu, die Workflows verändern sich mit der Zeit, neue Tools kommen dazu, andere gehen wieder weg. Das ist also eine lebende Sache, die sich an einen selber adaptiert. Daher geht das hier nochmal, wenn man so sich die ersten Schritte geschafft hat, darauf ein, wie geht es damit weiter. Um dann mit einer Retrospektive abzuschließen,
Was hat man eigentlich gemacht? Wie weit ist man gekommen? Hat man sein Ziel erreicht? Und wie geht man eigentlich weiter? Denn nach den 12 Wochen idealerweise benutzt man dann seinen Zettelkasten lebenslang, so man ja lebenslang lernt, und damit dann weiter seinen Weg geht. Das ist so das, was wir zusammen uns erarbeitet haben. Heute Nachmittag geht's los mit einer ersten Testgruppe, wobei die Testgruppe schon bei 45 Leuten sich angemeldet haben. Gespannt, wie viele dann tatsächlich dazu kommen und was wir für Rückmeldungen bekommen, um, wenn der Testlauf erfolgreich ist, wir die Feedbacks eingearbeitet haben, in die Veröffentlichung 1.0 zu bekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne schon fragen. Erstmal großer Applaus. Und das ist total cool. Ich finde auch die Übersicht total cool, diese Visualisierung, dass ihr das so die 12 Wochen in den Schritten visualisiert, das gefällt mir total gut. Ja, da möchte ich das so gerne an Frederik weiterleiten, die genau diese Visualisierung auch reingebracht hat und dann einen sehr schönen Überblick auch generiert hat. Ja, das ist auch was, das würde ich, glaube ich, für alle Leitfäden mal, also die Leitfäden mal durchgehen. Wir haben einige, die haben so Sketchnote-Übersichten und andere, die haben gar nichts. Und die gar nichts haben, finde ich, also irgendwas sollte man haben. Das ist doch total hilfreich, so den Lernpfad in einer Grafik im Überblick zu haben. Ja, gibt's Fragen? Ja. Vielleicht zeigst du noch kurz oben links neben der Suche, sieht man schon das China-Symbol. Ihr seid nämlich nicht nur deutsch, sondern tatsächlich auch schon auf Englisch. Genau, wir haben den auch auf Englisch und die Grafiken liegen auch zum großen Teil im SVG-Format vor, wodurch wir auch die Grafik, den Überblick ebenso auf Englisch haben. Und die weiteren Übungen ebenso in Englisch vorliegen. Also wir können hin und her wechseln zwischen Deutsch und Englisch. Die Sprachen haben wir natürlich an der Bemüßigung, für weitere Sprachen reinzubringen. Das ist sehr gerne. Ja. Wir haben jetzt unsere Muttersprache und die Hauptkommunikationssprache. Habt ihr maschinell übersetzt oder habt ihr mit der Hand übersetzt? Das ist mit DeepLearn, also DeepL, übersetzt und dann nochmal grob Korrektur gelesen. Ein paar Anpassungen waren da noch nötig. Wir sind jetzt zum Beispiel bei dem Begriff Zettelkasten geblieben und nicht Slipbox, sondern da der Zettelkasten im englischen Sprachraum bereits auch ein eigenständiger Begriff geworden ist, macht es das griffiger und bietet sich damit ganz gut an. DeepL macht daraus immer gerne Slipbox oder sonstige Abhandlungen. Ja. Das haben wir rein, müssen dann so beibehalten. Ein bisschen Luma-Know-how exportieren. Vielleicht noch, du hast mich erstmal ausgelacht, als ich gesagt habe, in LearnOS 4U haben wir ja diese LearnOS Memex-Idee und ein Beispiel ist dort OneNote. OneNote ist quasi Zettelkasten für Arme, so wie ich euch verstanden habe. Also toolmäßig sind bei euch dann andere Sachen auf der Vorschlagsliste. Genau, wir haben in der Umgebung, gehen wir jetzt auf die Möglichkeiten, also hier ist auch ein Fragebogen, der so ein bisschen das die Lernenden abholen soll, um eine Orientierung zu machen. Das ist natürlich nicht das Einzigste. Die großen, die ich jetzt kenne, sind Obsidian, Logseq und Roam. Es gibt natürlich noch weitere, um einen Einstieg zu machen. Trotzdem, wir hatten ja die Diskussion, nicht jeder kann in seinem Umfeld vielleicht diese Tools installieren und gehen dafür dann nochmal drauf ein, wer das jetzt nicht schafft. Das ist hier dieser Teil, dass OneNote durchaus ein Anfang ist, besser als kein Anfang. Aber ja, die Verlinkung funktioniert mit OneNote. Dazu haben wir jetzt hier auch extra einen Guide, wie man das hier eigentlich macht mit OneNote. Worauf man achten muss, dass das mit den Brackets mit drin ist und wie aus der, wenn man das so schreibt, automatisch ein Link auf eine Seite wird. Ja. Was das halt nicht so gut kann, ist Überblicke zu generieren und das vorwärts, rückwärts linken, also das indirekte Linken. Ich kann hier nur einen Link in die Richtung machen. Wenn ich den Link zurück will, muss ich ihn manuell einfügen. Und das dann im Wissensmanagement macht ein paar Hürden dazu. Ja. Macht es schwieriger. Also macht einen super Eindruck und also ich finde es echt genial, dass wir da so eine richtige Memex-Tiefbohrung jetzt haben. Genau. Ja, Notion? Für mich war auch der Einstiegspunkt. Bitte?
Notion, habt ihr über Notion auch nachgedacht, weil Notion auch recht viele Leute nutzen? Wie gesagt, es gibt mehrere Tools. In Anbetracht unserer Kapazität haben wir jetzt nicht alle größeren Tools mit reingenommen, sondern erstmal auf eine Auswahl begrenzt. Notion wäre natürlich eine Möglichkeit, damit reinzugehen. Also es gibt da ja schon mehrere. Ja. Vielleicht wächst das Ganze noch. Wer natürlich was beitragen möchte und Guides zuschreiben möchte, wie das in spezifischen Tools noch geht und die Vor- und Nachteile noch ein bisschen mehr ausreizen möchte, ist sehr gerne willkommen, dazu beizusteuern. Ja, ist auch super Ausgangsbasis. Ne? Ich erinnere mich an den David Allen, der sagt ja auch immer quasi, die Methode an sich ist toolagnostisch. Und dann gibt es aber in seinem Shop auch so Umsetzungsbeispiele, ne? Wie setzt man GDD auf OneNote und Todoist und so weiter um. Ne? Und das ist, finde ich, auch total cool zu sagen. Man hat was Methodisches und dann gibt es halt Implementierungen davon. Genau an dem Beispiel haben wir uns auch orientiert. Das fanden wir auch recht wichtig dabei, dass der Zettelkasten selber eine Methodik ist. Ob ich den nur mit einem analogen Zettelkasten wirklich umsetze, wie Luhmann das ja initial gemacht hat, oder mit digitalen Tools, die Methodik selber, die bleibt gleich und haben insofern den Lernpfad so gestaltet, dass es möglichst toolunabhängig ist. Wobei wir natürlich schon sagen, der Vorteil und die Empfehlung ist, eine Markdown-Sprache zu nehmen, das auch beschreiben, dass eben halt zukunftsfähig ist. Wenn ich jetzt beim Beispiel OneNote bleibe, also solange Microsoft das Tool nutzt, und die Chancen stehen ja ganz gut, weil sie ihre Sachen ja mehr und ihre Wikis auf OneNote auch umsetzen. Dennoch, wenn sie in 5 Jahren, 10 Jahren sagen, so machen wir nicht mehr, dann muss man sein Wissen da auch irgendwie rauskriegen, denn das hat man sonst das proprietäre Format. Ich schmunzel ja deswegen, weil ein so Pain in the Ass bei mir noch ist, ich hätte gerne unsere Produktionskette in die Lage versetzt, neben den Formaten, die wir eh schon zu generieren, einen Leitfaden auch in OneNote zu generieren. Und dazu habe ich mal versucht, mich ein bisschen in dieses OneNote-Format reinzufuchsen. Ne? Diese Dateien, die man da hat, das sind ja so ZIP-Dateien, da sind dann Ordner drin und wilde XML-HTML-Strukturen. Aber da habe ich dann auch irgendwann abgebrochen, weil das zu generieren, also das ist wahrscheinlich mal so ein Sommerprojekt oder so, das umzusetzen. Noch mal einen Werkstudent buchen. Das würde ich mal raussuchen. Ich vermute, dass es möglich ist, so wie man ja auch aus anderen Tools heraus Excel- und Word-Dateien und so weiter erstellen kann. Ja. Das ist sicher nicht so ganz einfach. So, übrigens, Word ist auch ein ZIP-Format. Wenn ihr eine Word, also eine DocX in ZIP umbenennt, dann kann man die entzippen und dann sind da drin auch Ordner, wo zum Beispiel alle Bilder und Medien des Word-Dokuments liegen, wenn man die braucht. Das ist das ist halt so wieder so Microsoft-Proprietär-Zeug einfach. Ne? Also erzähl das mit den Tools. Ich bin noch drauf gekommen, ich hatte damals für den LernOS Memex mal angefangen, so eine Tabelle zu machen, was man für Funktionen braucht. Da ist sowas wie Suche, Wiki-Verlinkung, Vorwärts-Rückwärts-Link war jetzt noch nicht drin, aber das würde ich ergänzen. Also so eine Tabelle, was sind eigentlich Features, die man sich wünschen würde, und die andere Achse waren quasi Tools und dann so, welches Tool hat was. Die suche ich mal raus, weil das wäre eigentlich ganz spannend, ne? Jetzt mal zu sagen, anhand eures Lernpfads, was brauche ich denn da eigentlich, um einen guten Zettelkasten aufzubauen und bei der Toolentscheidung dann zu sehen, okay, wenn ich das Tool nur nutzen kann, dann fehlen mir halt die und die Funktionen. Ja, das wäre sehr spannend. Es gibt natürlich auch je nach Tool Möglichkeiten der grafischen Visualisierung. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Da spaltet sich es natürlich ein bisschen. Ich persönlich bin sehr visuell unterwegs und bevorzuge es durchaus auch, einen Überblick zu kriegen, welche Notizen sind miteinander verbunden. Ja. Aber auch so Möglichkeiten, wie gut kann ich Grafiken einbinden? Wie gut kann ich da etwas machen? Da ist inzwischen durch den Slot Plugin für Excalitro mit Obsidian mit reingekommen, was ziemlich cool ist. Logsec hat Excalitro auch schon, soweit ich weiß, mit drin. Da sind halt ganz coole Möglichkeiten, weil es im SVG-Format über Text basiert, wenig Platz braucht und man sehr gut visualisieren kann und seine Notizen somit ergänzen kann, aufbereiten kann und teilweise auch aus Grafiken heraus linken kann, was die Verlinkung cool. Sogar bis in die grafische Visualisierung ermöglicht. Das kann das ich noch nicht. Ist das, kann ich da malen? Jetzt hier nicht in dem. Bitte? Kann ich da malen in den Seiten oder was kann ich mit Excalitro machen?
Ja, du kannst dann, also du kannst eine Canvas machen und Okay. kannst darauf dann direkt malen. Ja, wieder viele Ideen Also. dabei, was man ausprobieren. Muss ja auch mal Obsidian mal updaten, weil auch diese Canvas-Funktion ist ja auch jetzt neu, glaube ich, ne? Wo man auch die Notizen irgendwie Ja. miteinander. Genauso haben eine native Canvas-Funktion mit reingebracht, wo du Notizen, Bilder, Notizen beliebig frei machen kannst und miteinander auch Linien zwischenziehen kannst, ein bisschen drin malen kannst. Das Excalibur-Plugin ist meiner Meinung nach stärker, wesentlich stärker. Basiert natürlich auf dem Excalibur, was im Internet ja auch auf einer Website direkt verfügbar ist. Bindet das aber ein, sodass man die ganzen Dateien lokal hat in seinem Zettelkasten und nicht mehr online hat. Und dort kannst du auch Bilder reinbringen, kannst aber auch deine Markdown-Files direkt einbinden. Die werden gerendert, dargestellt. Kannst, wenn du ein Grafik-Tablet hast, auch selber Sketchnotes mit reinmachen, auch mit allem drum und dran, mit Farben und so weiter. Kannst aber auch vorgefertigte Pfeile und so weiter mit reinbringen, Formen, Schattierungen und so. Und kannst dadurch wesentlich mehr machen, als du es im Canvas erreichen Cool. kannst. Ah, sehr cool. Und es rendert sich halt auch, die kannst du halt auch direkt in deinen Markdown mit einbringen, mit dem Ausrufezeichen, was man ja so schön machen kann, damit das gerendert wird. Also wir haben das auch mal hier damit reingebracht, was man da so hat für Befehle. Und wenn du es anzeigen lassen möchtest, den Inhalt mit dem Befehl, werden dann immer halt auch die Excalibur-Zeichnungen direkt angezeigt. Cool. Dann kannst du dann also deinen Text schön schreiben und hast zwischendrin so deine kleine Grafik und schreibst dann weiter. Kannst die Grafik jederzeit neu editieren, weil du kannst da ja mit rein. Das ist kein festes Bild, sondern du kannst reingehen und die umändern. Du kannst die gleiche Grafik in mehreren Markdown-Dateien benutzen und du kannst sogar so weit mit reingehen, dass du eine große Sketchnote hast und Links zu einzelnen weiterführenden Dateien hast, wo du dann die Details hast. Also sehr spannend. Gehen wir jetzt in dem Lernpfad nicht drauf ein, da das schon die Basic-Sachen übersteigt und für 12 Wochen mussten wir uns schon Naja, klar. überlegen, was Nein, wollen wir denn im Lernen beibringen? Das hier ist ein Einstieg, wie man das macht, wie man das aufbaut. Wer erfahren ist da drin und noch ein bisschen Orientierung sucht, auch sehr gut. Wer ein Crack ist und sich da noch weiterbilden möchte, der wird dann wahrscheinlich eher eine freie Circle-Gruppe wählen und das nochmal gezielt ja. durcharbeiten. Naja, erstmal die Grundlagen und dann vertiefen. Super. Deswegen, wer jetzt gehofft hat, dass das in unserem Lernpfad hier jetzt drin ist, den muss ich leider enttäuschen. Doch dazu gibt es andere schöne Quellen. Ich werde wahrscheinlich nochmal in den Anhang mit rein verlinken, wie man das weitermachen kann, welche Anlaufstellen es weitergeht, um weiterzumachen. Okay, super, danke dir. Und wer noch reinschlüpfen will, habt ihr Sehr noch gerne. Plätze in der Probiergruppe? Also falls jemand sich kurz entschlossen, geht noch. Ja. Also über du hast es ja auch verlinkt drin, die Learning Experience. Da ist ja noch der Link drin. Ich habe den auch schon auf die Erweiterungsgruppe geschaltet. Wer um 15 Uhr noch dazukommen möchte, kann noch einsteigen. Dann machen wir den Kickoff und dort bilden wir dann die Circle Teams. Sehr schön. Okay, dann danke euch. Mir ist gerade noch eingefallen, ich hatte den Obsidian mal ausprobiert, mit diesem Markmap zu experimentieren. Den Link habe ich auch noch reingepackt. Das ist die Kombination von Markdown und Mindmaps. Damit habe ich meine Wissenslandkarte in Obsidian gemacht. Das gibt es auch als Obsidian-Plugin. Und da kann man dann auch in den Zweigen Notes verlinken. Ist wahrscheinlich nicht ganz so mächtig wie das, was du vom Excalibur gezeigt hast. Aber für so einfache Strukturen ist das auch ganz schick. Jo, okay, dann haben wir noch Kann zwei. gerade noch mal, Ja. no, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Ich teile noch mal kurz meinen Schirm Klar. zum Excalibur. Wer es einfach nur mal so ausprobieren möchte, kann mich auch direkt auf excalibur.com gehen. Wer jetzt ein Grafiktablet hat, mir natürlich schon selber so schön Sachen malen oder auf dem Touchpad oder eben halt auch Boxen malen. Verschiedene Möglichkeiten. Das gezeichnet machen, sehr stark gezeichnet. Also hier kann man schon viel mitmachen und auch Bilder einfügen und das einfach mal ausprobieren. Ebenso wie relativ einfach schon mal ein bisschen Text zu schreiben. Und das gibt es halt die Möglichkeit, als Plugin eine Obsidian mit reinzubringen und auch Sachen, die im Vault schon drin sind, mit einzubinden, darzustellen. Also da gibt's auch die Möglichkeit, das hier direkt zu nutzen und so sieht das dann etwa aus und so eine Canvas kriegst du dann. Die Daten liegen dann in dem Vault von Obsidian quasi, nicht auf excalibur.com. Das ist Genau, kein, das ja. Excalibur, das ist ein
ist eine Website, wo drauf das Hosten und haben das aber auch so geschrieben, dass man das lokal nutzen kann. Und wenn man das Plugin sich in der Community holt, dann liegt das auch wirklich alles auf dem Wall. Das braucht keinerlei Internetverbindung, ist komplett eigenständig. Coole Also lohnt Sache. sich auf jeden Fall anzuschauen, ist eine ziemlich coole Sache, die da entstanden ist, da man wirklich komplett eigene Sachen machen kann, auch mit einer Library sich die machen kann, seine Symbole, die man hat, vorgefertigt, um sie schneller reinzuholen. Also hier kann man sich seine visuelle Library aufbauen. Wie gesagt, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wie man Sketchnoting, sein eigenes Sketchnoting zum Wissen auch benutzt und das sogar über Wissensverlinkungen weiter nutzt. Ja, das ist klasse. Wochenende ist schon verplant jetzt. Das wir gleich mal ausprobieren. Jetzt, wo du es gezeigt hast, gerade aufgefallen, wahrscheinlich ist es dann auch Excalibur, falls jemand von euch Jitsi verwendet. Jitsi hat mittlerweile auch eine Whiteboard-Funktion. Und das sieht mir doch sehr ähnlich aus, Sieht ne? sehr nach Ex das sieht sehr, sehr stark nach Excalibur aus. Das behaupte ich, ist Excalibur mit einem abgespeckten Interface. Da kann man nämlich oben links, kann man sich nämlich auch PNGs oder SVGs exportieren lassen. Und theoretisch könnte ich dann so wahrscheinlich gemeinsam mit Leuten in der Jitsi-Konferenz an einer Grafik arbeiten, die exportieren und die dann in meinen Obsidian reinschmeißen. Und dort weiter Ja, bearbeiten, wenn ich also das das könntest möchte. du jederzeit dann exportieren und damit reinschmeißen. Sehr cool. Ja, sehr schön, was da alles passiert. Okay, dann haben wir noch zwei kleine Hinweise. Nächster Knowledge Jam, der ist am, nicht dass ich lüge, 17. 17.3. Das Thema klingt ein bisschen holprig. Generative KI, ChatGPT und Co. Meilenstein in der Wissensarbeit. Fragezeichen natürlich. Das liegt daran, ich habe vor, wann war das? 2015, glaube ich, kam das raus, mal mitgearbeitet an diesem Bitkom-Leitfaden, kognitive Maschinen. Meilenstein in der Wissensarbeit. Ne, da hat IBM noch sehr stark versucht, statt KI kognitive Maschinen und Cognitive Computing als Begriff zu prägen. Und da gab es einen, ich glaube 451 ist mein Kapitel gewesen. Moment, schon mal da gerade rein. 45. Hier, denkende Maschinen, Freund und Helfer oder Feind des Wissensarbeiters. Damals hat man noch nicht gegendert. Und wir haben uns überlegt, jetzt mit diesem ganzen Hype rund um ChatGPT, stellt man ja schon fest, dass da recht viele Leute relativ wenig Wissen über KI-Basics haben. Ne? Also so die Frage, warum antwortet mir denn ein ChatGPT auf die Frage, wer ist CEO von Twitter noch mit Jack Dorsey oder so? Das ist vielen unklar, warum die Wissensbasis von so einem Sprachmodell einfach eine andere ist als die von der Suchmaschine. Und deswegen haben wir gesagt, nutzen wir oder nehmen wir das mal als Thema für einen Knowledge Jam. Ich habe den, der damals diesen Leitfadenerstellung koordiniert hat, der Stefan Heutel von Pricewaterhouse, gefragt. Der macht früh um 11 so eine Einführung, Evolution des persönlichen Wissensmanagements. Er konnte sich nicht verkneifen, da den Karl Klammer reinzunehmen. Also von Clippy, von den Büroklammern bis zu Sprach-KIs. Und am Nachmittag machen wir dann, so wie gewohnt, wie beim Jam, zwei Session-Runden, wo wir den Pitch um 13 Uhr machen. Wir haben ja beim Jam immer so, wer hier vor Ort kommen will, ab 9 Uhr ist offen. Hatten das letzte Mal keine Möglichkeit, dort sich schon einzuwählen. Wir machen es jetzt dieses Mal bei uns mit Work Adventure. Also da liegen jetzt Work Adventure Links dahinter, über die man sich auch in die Räume einwählen kann. Der Impulsvortrag und die Sessionrunden, die sind dann per Teams. Dann kommen eine Woche vorher oder so die Links rein. Also falls es jemand interessiert, ne, könnt ihr euch da gerne einwählen oder eben auch vor Ort kommen, gibt es einen Anmelde-Link oben. Für die Meetup-Gruppe, insbesondere wer vor Ort kommen will, da wollen wir ein bisschen gucken, dass es nicht zu voll wird. Genau, das ist das. Und dann das letzte Thema, was ich noch mitgebracht habe: Corporate Learning Camp ist wieder, so wie letztes Jahr auch, an zwei Standorten in Hamburg, an der Hochschule und in Waldorf bei SAP und online. Also letztes Jahr hat man so auf 100, 100, 100 abgezielt von den Leuten ungefähr. So ähnlich von der Größenordnung wird es wieder. Und dort soll es auch wieder eine LernOS-Assembly geben, wo man so ein paar Sachen wie diese Vernetzungsinseln und auch ein Mastodon-Wall, ne? Twitter-Wall machen wir ja nicht mehr, aber mit so über Infobeamer so eine Mastodon-Wall realisiert, die wir dann bei der LOSCON auch einsetzen wollen. Das wollen wir jetzt alles im Kontext von Corporate Learning Camp mal testen. Und ich weiß nicht, Gerd, ob du noch drin bist oder jetzt schon beim Essen.
Nee, das Essen ist Du schon bist super. Ich kann auch perfekt. dann aufräumen. Vielleicht kannst du kurz ein paar Sätze sagen, weil ich glaube, wir sind ja jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ne? Die LernOS Assembly, habt ihr gesagt, ist nicht mehr da in dem einen Stockwerk hinten oben, sondern wir sind auf Nee, wir einer sind ja in einem Location. komplett anderen Gebäude. Genau. Also, ja, hat Vor- und Nachteile. Also, Feedback vom letzten Mal und diejenigen, die in Waldorf beim Barcamp waren, wissen es vielleicht. Also, da waren die Räume relativ weit auseinander. Das hat so ein bisschen ja, die Kommunikation gestört, weil die Leute doch viel laufen mussten und so. Ne? Das Feedback haben wir uns zu Herzen genommen, jetzt ein anderes Gebäude ausgesucht. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Wir haben zwar viele Gebäude, wir haben viele Räume, aber wenn wir mit externen zu tun haben, ist es natürlich immer am besten, wenn man in einem Bereich ist, der komplett irgendwie getrennt ist. Deswegen haben wir jetzt das Gästehaus ausgesucht. Ich kann Ihnen ein paar Bilder gerade mal zeigen, so dass ihr einen kurzen Eindruck bekommt. Also, vor allen Dingen für diejenigen, die dann vielleicht auch teilnehmen wollen. Also das ist hier ein blöder Winkel, aber ich habe jetzt kein anderes Bild gefunden ad hoc. Also es ist ein eigenständiges Gebäude, ist in derselben Straße wie auch die anderen Hauptgebäude und auch das Gebäude vom letzten Jahr, nur am anderen Ende. Da haben wir im Grunde genommen das Erdgeschoss. Und das sieht, Moment, hier ein bisschen größer, ist jetzt vielleicht, ich versuche es euch schnell zu erklären. Hier unten ist der Eingang, seht ihr meine Maus? Ja, ne? Genau. Hier unten ist der Eingang. Dann haben wir hier den großen Bereich, das wird das Plenum. Das ist unterschiedlich zu bestuhlen. Da können wir Stuhlreihen machen, eventuell noch ein paar Stehtische da gehen. Also waren schon Veranstaltungen mit 100 Leuten und sogar noch ein paar mehr. Vorne haben wir die Technik, zwei Monitore, Lautsprecher, eine Kamera, die sieht hier den Winkel. Also eine Kamera, die in den Raum reingeht, eine Kamera, die auf die Bühne geht. Das kriegen wir also alles wunderbar hin. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Veranstaltungsräume. Da kommen die Breakouts rein, also Breakouts, die einzelnen Tracks. Ne? Die sehen auch ganz schick aus, haben relativ viel Technik schon drin. Genau, also das ist einer, das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte. Also alle so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Details mit der Technik müssen wir noch gucken. Also die sind im Moment alle mit so einem so ein Lenovo-Kasten für Teams. Ich weiß nicht genau, wie das Teil heißt, aber da ist eigentlich so Plug and Play für Teams. Das müssen wir ein bisschen. Teams Room System sind es. Ja, genau, sowas, ne? Also das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen, dass man auch seinen eigenen Rechner und Zoom anstöpseln kann, aber das kriegen wir hin. Genau, so, und jetzt haben wir leider keinen eigenen Raum per se für die Assemblies. Assembly. Was Ja. möglich ist, und Moment, ich hatte hier noch zwei Bilder rausgesucht. Gib mir gerade eine Sekunde. Genau, hier von der Veranstaltung. Also hier sieht man nochmal, da ist dieses Plenum so teilweise mit Stehtischen, teilweise mit Stühlen bestuhlt worden. Da vorne die Technik. Also so in der Art irgendwie werden wir das auch machen. Hier haben wir einen anderen Blickwinkel. Und hier sieht man, und das wäre eine Möglichkeit, also hinter diesem Plenumsbereich gibt es einen relativ langen Flur und da sind, ja, ist so ein Board entlang der ganzen Wand mit so Ausbuchtungen und also Hochspüle. Ne? Also da ist jetzt wenig Laufverkehr, außer zu den Toiletten, aber ansonsten eigentlich nichts. Das heißt, das könnte man benutzen. Das ist so ein bisschen separiert vom Rest. Ne? Also das könnten wir überlegen. Das andere, was geht, das sieht man hier jetzt. Ich habe kein Bild davon oder noch keins gemacht. Hier hinten sieht man so drei Lauben. Es sind so Sitznischen, mit Bänken, also zwei Bänke an jeder Seite und in der Mitte ein Tisch. Da gehen mit gutem Willen sechs Leute rein. Das heißt, da könnte man eventuell auch was machen. Das müssten wir uns dann eben mal überlegen. Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit, hier in diesem Bereich hier im Flur praktisch auf dem Weg zu den Meetingräumen, der ist relativ breit. Also da haben wir auch schon Stehtische gehabt. Also da könnte man auch was machen. Und idealerweise, so wie du es eben beschrieben hast, halt mit der Podcasting-Ausrüstung, das wäre natürlich mal, aus Lärmgründen wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ne? Werdet ihr da, wo du gerade das Bild gezeigt hast, auf die Bühne nach vorne, da war hinten so ein langer Stehtisch, Ja. wo Leute dran saßen. Wird der Plenumsbereich auch für Sessions genutzt oder sind die Sessions komplett in den Breakout-Räumen?
Die sind komplett in den Breakout-Räumen. Je nachdem, wie wir den Plenumsteil, also im Moment stehen da Sofas, ne? Also der wird dann ganz, ganz anders bestuhlt. Das müssen wir dann nochmal mit den Leuten da vor Ort besprechen, wie sie das für welche Anzahl von Menschen bestuhlen können. Und vielleicht könnten wir so einen Tisch am hinteren Rand dann auch für die Serbie reservieren. Das müssen wir noch gucken. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, nur keinen eigenen abgeschlossenen Raum. Ja. Weil während Plenum ist, ist in der Assembly in der Regel eh nichts. Ne? Also dann, und da könnten wir das so ein bisschen wie so Pop-Up-Assembly, dass die halt nicht sehr invasiv ist und im Hintergrund verschwindet. Ne? Weil, genau. Ne, cool, perfekt. Ja, kriegen wir hin. Alles klar. Danke dir für den Input. Ja. Ich habe keine Themen mehr. Ich weiß nicht, hat noch jemand irgendwas? Was Schönes zum Wochenende? Buchempfehlungen, Filmempfehlungen. ChatGPT-Prompts, die man unbedingt ausprobiert haben sollte. Ich habe gelernt, Prompt Engineering ist der neue Skill, den man braucht. Das ist der Skill, die richtigen Prompts in die KIs einzugeben. Gibt es eine schöne, auf GitHub eine schöne Sammlung von Links über die Wissenschaft des Prompt Engineerings. Ja, das ist spannend. Ich habe da auch reingeguckt. Das ist dieses ganze Reasoning, ne? wie die KI Schlussfolgerungen zieht, ist schon echt spannend. Ja. Und das war auch gleich so eine Infografik da, irgendwie, die fand ich total, ist bei mir hängen geblieben, da stand irgendwie so sinngemäß drauf, werden Sie durch ChatGPT ersetzt? Nein, Sie werden durch jemand ersetzt, der ChatGPT bedienen kann. Okay, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Danke. Bis zum nächsten Mal, nächsten Monat. Und ansonsten auf Connect Asynchron. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.